Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Mount and Blade Revenant. Ihr seht schon, ich habe gerade mein Geld gekriegt für meine Färberei in Uxkal und die Riemen. Jetzt haben wir 14.13 dazugekommen. Also nicht 14.13, sondern 413. Und damit werden wir jetzt gleich wieder rumreiten, ein paar Rekruten und Banditen suchen. War ich hier... Ach, das ist geplündert, hier brauche ich gar nicht nachgucken. Mein Dorf auch? Japp. Klar, sonst hätte ich ja Geld für bekommen. Hätte ich auch eher mal drüber nachdenken können. So. Marktplatz, Warenhändler. Ich will mir ein bisschen Nahrung kaufen, nämlich. Damit wir ein bisschen was vorrätig haben. Nehmen wir noch den Case mit. Schweinefleisch kaufe ich mir auch nicht. Also solche Sachen kaufe ich nicht so gerne, weil die eben ziemlich schnell verderben. Reiten wir in die Richtung. Red mit mir, Rafat. Schade. Kein Plus bekommen, aber wenigstens auch kein Minus. Weil ein paar Freunde zu haben wir langsam wirklich mal ganz angebracht. Aber ich verspüre nicht die Lust für irgendeinen Lord hier den Laufbäuschen zu spielen. Talbert hat da alles geplündert. Unser Reich liegt in Ruinen. Oh, Beförderung, das klingt gut. Miliz zu Fußsoldat. Wie viel will das klar? Oh, 22 kostet er mich. Na gut, wenn man bedenkt, dass ein Ritter 50 kostet. Nach Scheid oder Schide oder wie auch immer. Hey, hier können wir uns Geld organisieren. Bleibt mal stehen, Karawane. Ich habe ein Angebot für euch. Ich könnte euch für einen gewissen Preis zu eurem Bestimmungsort eskortieren. Schutz kann man niemals genug haben, okay? Wir sind Richtung vom Braven unterwegs. 360 bekomme ich, wenn ich dem folge. Können wir die andere auch gleich mitnehmen? Wo wollen die denn hin? Die wollen auch nach Braven. Sehr gut. Wir eskortieren beide und bekommen den doppelten Preis dafür. So ein bisschen eskortieren bringt ganz klein ein bisschen Geld ein. Und da wir das für unser Königreich machen, bringt uns das auch noch Beliebtheit bei den Bürgerlichen im Reich ein. Davon kann man auch nie genug haben. Wir haben im Moment... Hier war es nicht. Fraktionsbeziehungen. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da. Königreich Swadien haben wir 23 Ansehen. Die sind praktisch kooperativ. Ah, ich muss mal einen kleinen Zwischenstopp machen. Wir sehen uns gleich. Ja, 6 neue Rekruten. So mag ich das. Und in Richtung Braven war ich ja sowieso unterwegs, von daher ist das auch kein Problem, da vorbeizureiten. Hey, Delinard, mit dir rede ich jetzt aber nicht. Ich will die beiden Eskortierquests nicht verlieren, die ich eigentlich gar nicht habe, aber sicher ist sicher. Banditen! Wieso verfolgst du mich? Ach, der kennt mich noch gar nicht, jetzt kennst du mich. Boah, ich hätte auch gerne Burg. Am besten wäre es natürlich, wenn ich eine Stadt hätte. Städte bringen das meiste ein. Da hätte ich erstmal ausgesorgt mit meiner Truppe. So, wir sind schon in der Nähe von Suno. So viele Karawanen. Ich kann die in der Nähe von der Stadt ansprechen, aber ich meine, man kriegt das Geld auch, wenn man die einfach reinlaufen lässt. Dann müsste man das automatisch kriegen, glaube ich. Ich hoffe mal, dass das so ist. Karawane. So, jetzt haben wir noch eine andere Karawane angesprochen. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte, das geht nur mit den eigenen Karawanen. Jetzt haben wir schon 3 von den 4 Karawanen hier, die uns dafür bezahlen. Das heißt, wir bekommen hier gleich Hübschlohn. Wenn die alle die Stadt betreten.
Verzeiht, ich rede nur mit mir selbst. Lol, Error. Ihr haltet 22 Dinare, was soll das? Wieso nicht mehr? Ach, egal. Besser als nichts. So, was machen wir Hübschen jetzt? Auf einen Feind zu treffen, denke ich, wäre nicht so gut. Also gucken wir einfach mal, ob wir ein paar Waldbanditen hier finden. Mit denen wir uns prügeln können. Prügeln! Arenemäßig gibt es hier ja nichts zu tun. Aber Waldbanditen scheint es ja auch nicht mehr zu geben. Wo war denn das Lager? Das war doch hier oben irgendwo. Also das Lager gibt es noch, also werde ich dann in der Nähe auch Waldbanditen finden. Und dann heißt mal wieder Banditen prügeln. Bis zum bitteren Ende. Da sind schon die ersten. Oho, hohohohoho, obwohl lieber nicht. Vigiertruppen, das lasse ich mal lieber. Ich versuche lieber bei den Banditen dort mein Glück. Jetzt will die mich schon wieder sehen. Sind denn die Banditen hin? Ich habe die verloren. Verdormt. Verdormt und zugenäht. Oh, Beförderung. Rekruten zu Miliz. Das mache ich immer gern. Was soll ich nur tun? Ich finde keine Banditen. Und meine zukünftige Frau schreit auch nach mir. Ich hätte doch aber so gern noch ein paar ordentliche Krieger. Ah, das war nur eine Karawane. Hallo, ist hier wer? Irgendwie ja nicht. Naja, da reiten wir halt nach Uxkal und reden mit unserer zukünftigen. Die uns zwar immer noch nicht nehmen wird, aber naja. Hinten reitet auch schon wieder wer. Ich fühle mich immer so, wow, wenn ich irgendwo fährt. Banditen, die schnappe ich mir. 4, 8, 5, 2, die gehören mir. Ah, da kommt noch mehr. Ah, nee, die nehmen wir nicht. Die bringen mir nichts ein, aber die da. Und die werden uns auch nicht entkommen. Ihr könnt nicht fliehen. Nein, das sind meine. Lasst sie in Ruhe, die gehören mir. Grrr. Rodok Gesinde. Put, 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 put. Eine Schlacht bei Nacht. Schön wird's werden. Und bei Regen. Nun denn, Männer, vorwärts. Ja, so gefällt mir das. Das sieht doch prächtig aus schon wieder. Noch nicht optimal, aber das sieht schon mal ganz gut aus hier mit den Reitern. Es geht eindeutig wieder nach vorne. Und ich glaube auch nicht, dass mich jetzt nochmal irgendwer besiegen wird erstmal. Ziel im Ziel im Feuer. Ah, diesmal habe ich nichts getroffen. Ich muss auch immer so ein bisschen reinreiten. Ich schlage immer gern von der Seite. Von anderen Seiten kann ich nicht so gut schlagen. Ist eben meine Schlagseite, ne? Komm her, ich habe ein krummes Schwert. Extra für dich. Das war meiner, du Dieb! Ist hier noch wen, den ich prügeln kann? Hier. So, die sehen alle noch ein bisschen nach Bauern aus irgendwie, aber nicht mehr lange. Ich mach schon anständige Soldaten aus denen. Wer rennt denn hier vorne rum? Wer bist du, Sklavenjäger? Wieso hast du kein Pferd? Was bist du denn für einer? Und gewonnen. Nö, Gefangene brauchen wir nicht. Wir nehmen hier ein bisschen was mit. Und Beförderung. Rekrut Miliz. Miliz Fußsoldat. Neuen Waffenknecht. Und neuen Ritter. Jetzt aber nach Uxkal. Ich
hätte auch wirklich langsam gern mal eine Burg, dass ich dort ein bisschen Soldaten einlagern kann für solche Fälle eben. Aber ich werde noch so schnell nicht an eine Burg kommen, zumal wir im Moment kaum irgendwie militärisch Krieg führen. Wir sind zwar im Krieg, aber machen nichts. Fürth gehört noch uns, okay. So eine Burg wäre wirklich mal perfekt. Da kann ich auch in Friedenszeiten massenhaft Rekruten einlagern und sowas alles. Dame besuchen. Eintritt töten. Hallo Elena. Die will immer noch, dass ich im Range aufsteige. Ist dein Vater da? Nö, ist er nicht. Marktplatz, Waffenhändler. Aalspieß. Wurfspeer. Eberspeer. Ach so, ja, könnten wir ja verkaufen hier. Weg damit, brauchen wir nicht. Ah, halt, ich möchte vorher noch in die Schenke gucken. Vielleicht ist ja einer unserer Helden hier. Nee, leider nicht. Dann reiten wir mal weiter. Nach Suno. Weil langsam wäre es auch mal schön, einige unserer alten Helden wiederzufinden. Besonders Tyremus. Mit dir rede ich! Nichts weiter, ich wollte dich nur ansprechen. Hätte ja sein können, dass ich Plus krieg bei dir. Muss mich ja nicht gleich so schief angucken. Auf nach Suno. So. Schenke. Landsknecht, Lösegeldvermittler. Nö, nö, nö. Versuchen wir es eben doch mal in der Hauptstadt. Auf nach Praven. Es wäre auch mal ganz schön, wenn irgendwo ein Gelage wäre, weil langsam würde ich gern wieder damit anfangen, ein bisschen Geld zu sparen für ein weiteres Gewerbe. Weil im Praven und Suno würde ich auch noch gern was aufbauen. Damit wir da auch endlich Einnahmen haben. Schenke. So, wen haben wir hier? Nizar, Händler vom Braven. Leider kein unserer Helden. Was machen wir denn jetzt Schönes? An Geld kommen ist gar nicht so leicht. Theoretisch müssten wir dazu jetzt in den Norden reisen und wieder gegen Seeräuber und Ähnliches kämpfen, aber das möchte ich nur ungern tun. Wir reiten mal Richtung die Riemen, habe ich beschlossen. Von da aus kämpfen wir uns einfach mal in die Tundra. Was machen wir hier? Ein wenig Rekruten trainieren. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Ist ja schon Glück genug, dass wir jetzt wieder einigermaßen eine schöne Armee haben. Naja, Armee kann man das nicht nennen. Wir haben eine schöne Truppe. Und vielleicht haben wir jetzt damit Glück, dass in Dirim wirklich noch jemand von unseren alten Helden sitzt und nur darauf wartet, dass wir hineinkommen. Am liebsten wäre mir wirklich Hieremus. Mal schauen. Wen haben wir da? Deserteure, Nordjäger. Einfache Nordjäger, die holen wir uns, sind zwar Bogenschützen, aber wir haben schnelle Reiter. Und der scheint uns auch noch helfen zu wollen. Aber der wird nicht schnell genug da sein, doch. Und beide sind auf unserer Seite, jetzt sind wir 211 gegen 20. Ha, das wird ein schneller Kampf. Freue ich mich jetzt schon drauf. Hier, guckt euch das an. Die alle kommen jetzt hier wegen ein paar Banditen. Oh, unser Banner sieht aber hübsch aus. Gehen wir aus dem Weg. Ich möchte mein Banner ansehen und schießen darauf. Doch, gefällt mir. Wir haben gutes Banner gewählt. Und hier ist auch irgendwo diese Kiste. Hier.
Die Kiste ist unser Inventar, das können wir dann in der Schlacht aufrufen. Anders können wir das leider nicht. So können wir, wenn wir merken, die Schlacht ist anders als erwartet, können wir hier nochmal ein bisschen umrüsten. Ist ja auch mal ganz praktisch. So, wo sind sie denn nun? Unsere Feinde. Kommt raus, wir tun euch auch was. Ach, hier liegen sie schon tot rum. Und das hat sich auch schon erledigt. Ja! Ja! Ich brauche das Zeug nicht. Mir ging es nur um die Erfahrungen, danke dafür. Rekruten hier, Tuten da und so. Kirin! Oh, die kämpft noch gegen den anderen Banditentrupp. Na gut. Sollen sie nur machen. So, auf geht's. Schenke. Oh, hier gibt's sogar ein Turnier. Von unseren Helden gibt's hier kein, aber eben Turnier. Und da würde ich sagen, machen wir das Turnier dann beim nächsten Mal und räumen da ordentlich ab. Wir sehen uns, euer Lord Peter.